Hallo YouTube, hallo Internet. Wow, wow, das ging ja fix. Oder? Willkommen bei LS19 jedenfalls. Wir sind hier auf der Konsole unterwegs, auf der PlayStation 4, um genau zu sein. Und wollten jetzt mal... Was wollte ich denn? Ich meine, ich wollte die Kartoffeln wegbringen, ne? Waren die nicht schon voll? Muss mal gucken. So, glaube auch nochmal schauen können, wie sieht es mit Unkraut aus eigentlich. Aber das Feld hat mal gekalkt, hat meist auch schon was eingesiedelt oder habe ich noch gar keine Sämaschine? Dann kommt die auch so ein bisschen durcheinander. Ganz im Projekt, ne? Wieso Baumwolle? Hallo? Ich habe hier keine Baumwolle gepflanzt. Jetzt zeig es doch nicht mehr an. Doch hier, irgendwie, wenn du schnell läufst, dann komischerweise. Nee, da ist noch nichts drauf. So. Unkraut. Ist hier was drin? Nein. Ist hier ein Dreif? Ist gar nicht gedüngt, ne? Das war doch Dünger hier. Ich meine, wir können da ja nochmal drüber fahren. Ich weiß, der Fan läuft nur. Zurück haben wir ja eh da. Und die Fliegebereifung habe ich auch gerade hier drauf. Bringt ja schon mal ein bisschen was, ne? Jetzt doch mal kurz so. Keiner gesehen. Ich glaube, dass der kleine Traktor hier so viel PS hat und so langsam ist. Oh, naja. Das war die Getriebeübersetzung, ne? So, ich glaube, wir können noch ein bisschen weiter. Okay. Mal anschalten mit dem. Ich glaube, weiter hätten wir auch gar nicht gedurft. Umdrehen. Ja, eigentlich könnte man noch ein Stück weiterfahren, aber ich würde mal behaupten, das passt so. So ein bisschen mittig zu fahren hier zwischen den Reihen. Und letzte Runde. Ja, dann kriegen wir schon einiges mehr raus, ne? Schwimmen wir wieder zurück. Jetzt hier los. Ich bin schon festgefahren.
Auch mit dem Wenn natürlich echt ein bisschen doof. Das war ja bald auch hinter uns, ne? Wo sind denn die Anhänger? Ja, ein bisschen Platz habe ich da noch. Gut. Wie sieht es jetzt mit einer Seemaschine aus? Hatte ich da schon irgendwas? Nee. Und im Shop habe ich denn da was? Oh, meine Garage. Ob ich jetzt die schon gekauft habe? Ich weiß gerade nicht. Doch, klar, ich wollte die abholen, ne? Die wollte ich abholen. Dann machen wir es auch mal gerade. War sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. So ist vorhanden. So. Lass ich schaue jetzt mal dran. Und leider hoch im Straßenverkehr, habe ich gelernt. Macht man das bei einer Schaufel auch so? Sicher? Das sieht doch scheiße aus. Und der wackelt doch dann rum wie doof. Ich glaube, so fährt man dann, ne? So, per Express zum Shop. Die Maschine könnte man da auch gleich auffüllen. Ich habe da jetzt einen Fehler gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es eine Direktsaat ist. Das war noch ein grober Kauf. Das wäre jetzt aber doof. Also ich lag es daran, weil ich wollte eigentlich einfach mal ausprobieren, dass wir auch mal was anderes nochmal haben. Von den Seemaschinen und nicht immer nur die gleiche, aber von der Effizienz her und so, ne? Die müssen wir dann, glaube ich. Ja. Weil ich jetzt auch noch einen Grubber kaufen muss. Schauen wir mal. Da steht das gute Stück. Soll ich das noch nicht auf? Ich gucke mir das Ding erst nochmal an. Federstedt. Okay. Doch. Das ist eine Direktsaat. Würde ich mal behaupten. Dann lade ich da jetzt mal auf. Den zweiten nehmen wir auch noch mit. Auch alles, okay. Abdeckung schließen bitte. Sp-
Größe, Abdeckung schließen. So. Okay. Also, ich will sie mir nochmal ein bisschen angucken. Ich finde die echt gelungen. Sieht echt gut aus, das Teil. Und ich wurde jetzt gerade wieder gefragt, schönen Gruß an Balu übrigens. Wie es mir bisher gefällt. Und ich muss sagen, okay, es gibt viele Bugs und so. Also, ja, es sind noch ein paar Sachen sind noch Baustelle. Viel, ja. Ja, ein bisschen. Ich würde aber, wenn du mich jetzt fragst, hey, komm, spiel lieber wieder LS17. Nee, da würde ich jetzt nicht mehr zurück wollen. Also, das würde ich ganz ehrlich sagen. Also, bevor ihr kaufen wollt, vielleicht noch den Patch abwarten, den nächsten. Andererseits, wenn ihr das euch sowieso kaufen wollt, warum nicht jetzt spielen? Also, ich habe mich jetzt nicht geärgert. Aber mir macht Spaß. So. Das dazu. Okay. Ist ja interessant, wie die hier hinten aufliegt, ne? Sieht auch gut aus. Nix. So, die Einfahrt hier nicht verpassen. Dann können wir nämlich gleich was anpflanzen. Ich muss mal gucken, was wir da anpflanzen überhaupt. Wobei ich mir hier auch ganz gerne mal den Hafer anschauen würde. Ist eigentlich schon wieder falsch gefahren, oder? Nee, alles gut. Alles gut. Kam mir gerade so weit vor. Also der Fendt hier, der ist echt klasse, wie der zieht, ne? Das Teil, der richtiges Arbeitstier. Trotzdem würde ich sagen, dass vielleicht der Kleine müsste das da auch packen. Müsste eigentlich auch genug PS haben. Weil ich wollte noch Kartoffeln verkaufen. Das ist mich auch voll hier. Ich versuche mal drunter zu fahren. Gucken, ob wir es hinkriegen. Müsste aber nicht gehen. Ich kann uns den Drehschimmel stehen lassen und nehmen den Einachser. Ich will uns da hinten ungern aus dem Feld wieder rausholen, weißt du? So eine Position. Ich nehme mich jetzt beide mit. Man, der Angst. Jetzt. Der wird wahrscheinlich schon voll sein. Warte mal, ich skippe mal durch. Ja, das ist voll. Die ist voll. Dann ziehe ich die mal ein Stück vor.
Schon mal an die Seite packen hier. Ja, nicht wirklich die Frucht. Jetzt wurde ich gefragt, wo ich die Grafik jetzt besser finde. Auf der PlayStation. Auf der PlayStation oder auf dem PC. Kann ich das noch gar nicht beantworten. Ich habe da noch so gar nicht so richtig drauf geachtet. Beim PC kann ich auch noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Also ich. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, PC, ne? Ich spiele hier allerdings auch mit der PlayStation Pro. Ich weiß es nicht, ob da die Sichtweise und so ein bisschen angepasst ist, dass er halt eventuell sogar einen kleinen Bonus hat, dass er weitergucken kann als mit der normalen PS4. Ich meine, das war bei alles 17 so. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, ob das jetzt hier schon mit drin ist. Ja, ich weiß. Rangieren kann man besser machen. Oh, habt ihr das gerade gesehen hier? Der Schaufel? Zart ich da drüber gestrichen bin. Cool. Ja, voll. Das müssen verkauft werden. Schon mal dezent hier hinter. So. Huch. Nochmal ankoppeln. Ich sehe nichts. So, wie gesagt, die kommen noch nicht weg. Wir sind auch erstmal wieder durch. Noch über zur Seemaschine. Kartoffeln werden verkauft. Gehen direkt weg. Und ja, dann legen wir los, ne? Also ich würde Hafer dann da anpflanzen wollen. Die sieht doch echt klasse aus, finde ich gut. Spirit Air 300 ist. Mal gucken, was sie bringt. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Daumen. Ich muss mal gucken, ob es jetzt morgen auch kommt am Dienstag. Oder ob wir mal einen Tag ausfallen lassen. Jetzt für die PS4-Version. Wie ihr sagt, hey Tom, ich muss so nichts sehen. Nein, ihr müsst nicht betteln oder so. Lass aber einen Daumen da. Und ich weiß so als Indikator, hey, der Bedarf ist einfach da. Und dann, ich muss halt gucken wegen meiner Zeit einfach, ne? Und wenn jetzt da halt nicht so viel geguckt wird, dann würde ich sagen, okay, da reichen auch alle 2 Tage als Beispiel, ne? Wenn ihr meinetwegen eh auch die PC-Geschichten nochmal guckt. Aber da muss ich nochmal einen Kopf machen. Euch vielen Dank, schönen Start in den Resttag und macht's gut. Ciao.